Moin Moin und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gebe ich dir einen kleinen Einblick von meiner Trainingswoche. Und am Ende des Videos würde ich noch mal gerne mit dir quatschen. Denn ich habe einige Gedanken, die schon seit längerer Zeit in meinem Kopf rumschwirren. Zum Thema Urbags, Social Media im Allgemeinen und wie es in Zukunft auf diesem Kanal weitergeht. Haken wir jetzt erstmal das Thema Fitness ab. Ich bin faul geworden. Sehr, sehr faul. Als es hieß, ich werde Vater, bekam ich erstmal kalte Füße. Ich stellte mir die Frage, passt mein jetziger Lifestyle zu meiner Familie? Und da kam dann der Punkt, wo ich einfach nur Business machen wollte. Aber mein sportlicher Lifestyle, den ich davor jahrelang hatte, einfach auf der Strecke blieb. Bis ein Punkt erreicht war, wo ich einfach nur noch faul war und in meiner Komfortzone geblieben bin. Meine Ausrede war, ich muss mein Business nach vorne bringen für meine Familie. Aber wenn ich ehrlich bin, war ich einfach nur noch faul. Ich habe es genossen, mich nicht ständig zu quälen. Ich habe es genossen, nicht immer zum Training zu gehen. Sondern fand es sehr bequem, einfach ins Büro zu gehen, mich an den Rechner zu setzen und dann an meinem Unternehmen zu arbeiten. Ich habe sehr viel gelernt und sehr viel ausprobiert. Und einiges davon hat meine Firma wirklich nach vorne gepusht. Aber mit ganz vielen habe ich mich auch einfach verrannt. Und die Faulheit blieb. Was letztendlich dazu geführt hat, dass ich mich einfach nicht mehr wohlgefühlt habe in den letzten Monaten. Also habe ich Hemd und Weste verbannt, mir ein Bart wachsen lassen, meine Cargohosen wieder angezogen und die Outdoor-Klamotten rausgekramt, um wie früher einfach wieder kleine Abenteuer zu erleben. Was automatisch wieder dazu geführt hat, dass mein Bewegungsdrang endlich wieder aufgewacht ist. Und aus diesem Grund möchte ich jetzt mit dir meine Trainingswoche teilen. Da ich sehr viel in den letzten Monaten filmisch dazugelernt habe, hoffe ich auch, dass dieses Video dir gefallen wird. Kleine Anmerkung an dieser Stelle, ich habe dir meinen kompletten Trainingsplan auch nochmal als PDF in der Textbeschreibung gepackt. Das spreche ich aber nochmal zum Schluss an. In diesem Sinne, viel Spaß mit diesem Video und wir sehen uns nochmal am Ende. Ich muss sagen, der Wochenstart ist jetzt super und der Trainingseinstieg heute war echt top. Also es ist immer noch nach wie vor weit weg von meinem damaligen Fitnesslevel, aber es wird einfacher. Ich hätte nicht gedacht, dass das bei mir jetzt so schnell geht, so nach einer Woche, weil die komplette Woche davor, die war so schlimm für mich. Ey, das war der Hammer. Ich konnte mich kaum noch bewegen, aber jetzt, das Training jetzt gerade ist echt cool gewesen. Damit bin ich schon etwas zufrieden. Level nach oben muss auf jeden Fall noch weiterhin angepeilt werden und es ist immer Platz nach oben. So, wir haben jetzt 6:30. Mein Lauftraining beginnt jetzt. Ich bin gespannt, weil ich ja nicht so der Läufer bin. Ich finde mich jetzt hier auf einem richtig schönen Platz. Hier ist keine Menschenseele. Zwar nicht beleuchtet, aber wird schon schief gehen. Auf dem Plan steht jetzt ein paar Minuten Laufen und dann folgt ein Sprungkrafttraining, kombiniert mit Cardio natürlich. Ja, richtig cool. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Ich laufe jetzt schon seit 10 Minuten. Laufen habe ich so die letzten Jahre immer wirklich vernachlässigt. Aber auf jeden Fall ist es wichtig. Ich konnte immer auch laufen, wenn es darauf ankam, aber nie hat es mir Spaß gemacht. Und es gab auch nie einen Grund für mich, das wirklich durchzuziehen. Ich habe halt ein anderes Cardio-Training gemacht. High-Intensity-Training. Ah, der Wind, ey. Jetzt folgt das Sprungkrafttraining, was ja auch wieder ein Cardio-Training ist, in der Kombination, wie ich es jetzt mache. Ah, ich freue mich.
Ja, ich bin gerade das beste Beispiel dafür, dass man keine Pause machen sollte. Da ist schon was dran. Wer rastet, der rostet. Und meine Sabbatzeit, nenne ich es jetzt mal als Ausrede, eigentlich echt dazu geführt, dass ich bestimmt 60% meiner damaligen Fitness eingebüßt habe. Und die Suppe muss ich jetzt auslöffeln. Ich denke aber auch, dass ich ganz schnell wieder auf einem bestimmten Fitnesslevel bin, weil der Körper merkt sich sowas, ja Gott sei Dank, wenn man so wie ich jetzt fast 29 Jahre Sport gemacht hat. So, das war es jetzt auch erstmal mit dem Sprungkrafttraining. Die Beine zittern und brennen. Jetzt möchte ich noch 2 Sprints hinlegen. Einmal hardcore schnell die Strecke und easy peasy zurück und dann wieder schnell und easy peasy. Und dann war es das auch. Jetzt ins Büro, duschen und dann Kaffee. Die letzten Lever gerade haben mich so gekillt, ich habe keinen Saft mehr im Rücken. Ja, war auf jeden Fall besser. Komme ich auch nochmal hin. So, jetzt kille ich nochmal ein bisschen den Bizeps und dann war's das für heute. Heute liegt an Fahrradfahren, kleines Intervall, Lauftraining und Bauchmuskelworkout. So, ich habe jetzt kurz Rast gemacht. Ich bin jetzt eine Viertelstunde gefahren. Hier ist der Spot, wo ich einen coolen Hügel gefunden habe, wo ich gerne mein Lauftraining noch machen möchte. Und wir finden hier mal wieder so einen richtig schönen, geilen Natureffekt. Die Alter ist mal ganz krass hochgestiegen. Der Weg, den ich eigentlich nehmen wollte, ist mal voll mit Wasser. Heißt für mich jetzt andere Strecke. So, ich bin am Spot angekommen. Ist richtig geiler Ausblick hier. Also es ist so schön und vor allem mit dem Nebel wirkt das hier auch nochmal sehr mystisch. Das Besondere an diesem Spot ist, ich habe hier Natur mit Treppen kombiniert. Es sind jetzt nicht die geradesten Treppen, aber trotzdem habe ich Bock hier mein Lauftraining zu absolvieren. Und dann würde ich sagen, nicht lang schnacken, ab zum Lauftraining. So, 2x3 Minuten, wenn es berghoch geht, schnell und beim Berg runter schön langsam und entspannt. Ist auf jeden Fall ein mega cooles Training, schön im Intervallsystem, das hier auch saugut aufbaut und natürlich auch die Fettverbrennung ordentlich ankurbelt. Für jeden, der seine Fitness aufbauen möchte, sollte sowas auch machen. Ist mega cool, bringt erstmal auch einen heilen Spaß. Ist halt nicht so dieses stupide Laufen, das mag ich ja selber auch nicht. Aber in so einer Mischung, ordentlich Mucke auf die Ohren, top Ding, kann man machen. So, und jetzt killen wir noch mal ein bisschen den Bauch. So,
So, ich bin durch und jetzt heißt es nochmal 20 Minuten aufs Rad schwingen. So, heute steht ein Ganzkörpertraining mit ganz vielen Kombinationsübungen und auch im Superset. Heißt, ich mache 2 Übungen hintereinander und zum Finale bis 3 Übungen hintereinander. Bin gespannt, auf jeden Fall habe ich mega Bock auf den Plan. In the moment, I'm sitting back and I'm still hoping. Lord, got my eyes really open where I'm still. Get into the bat with chit-chat. Got my hat back and I backtrack. My awareness taught me great things. You gotta be original. Drunk night, subliminal movements, be pivotal. Never really cry for pain, main. So I stunt like baby and I work like Wayne. Now let's pursue the children of the game. Yep, I'm just a kid living on a dream. What's the hate on that? I know I shouldn't interact with the 151 Bacardi rum and the Kush still craving some. It's like I'm criminal-minded like KRS-One where we first started. I'm the only artist to do this shit regardless. To bounce, we bounce to this. Searching for the lifestyle, ignorant bliss. We rock stars with a brainless bitch. If you wanna party, then let's go. Got the best throw, concentration low. We cruising, windows down, playing Joe. And a bit of J. Cole, rest in peace, Nate Dogg. We gon' lay low, yeah. Das war meine Trainingswoche. Und als ich wieder eingestiegen bin, war das mega krass für mich. Und ganz oft wollte eine innere Stimme sagen, hey, entspann dich, du brauchst das nicht machen. Und da kommen wir jetzt zu einem entscheidenden Punkt. Niemand kann auf dauerhaft motiviert sein. Aber man kann sich dauerhaft disziplinieren. Und das ist ein entscheidender Faktor. Deine Disziplin muss stärker sein als deine Motivation. Und dann heißt es einfach machen. Und somit läute ich das neue Vorangehen auf meinem Kanal mit meiner Trainingswoche ein. Du kannst die Übung gerne nachtun. Ich habe dir auch nochmal zu jedem dieser Videosequenzen einen Trainingsplan erstellt. Den Link findest du in der Textbeschreibung. Und wenn du Alternativen brauchst, sei es weil sie dir zu schwer sind oder du Schmerzen hast, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf Instagram und ich schicke dir eine Alternative als Video zu. Zu der Zukunft des Kanals möchte ich jetzt Folgendes mit dir teilen. Ich plane viele neue Projekte, unter anderem ein Jahresprojekt, wo ich einfach noch nicht zu viel verraten möchte. Aber der Startschuss war jetzt mein Einstieg ins Training. Hinzu kommen weitere Projekte, die jetzt schon in der Planung sind. Thema Urbex ist mittlerweile so eine Sache auf Social Media. Ich musste leider einige Videos rausnehmen, weil die Umstände es erfordern. Wer sich in der Szene auskennt, weiß, was Sache ist. Und mich bewegen diese Umstände zu drastischen Veränderungen auf diesem Kanal. Ich bezeichne mich als Hobbyfilmer mit Bewegungsdrang. Deswegen möchte ich Abenteuer leben. Dazu gehört aber auch Sport. Und Sport kann auch ein mega Abenteuer sein. Außerdem möchte ich nicht auf Krampf irgendwelche Videos posten, sondern Themen, die mich interessieren und die auch qualitativ hochwertig sind. Heißt, es kann auch mal sein, dass ich 3 Wochen an einem Video sitze. Einfach, weil ich ein gutes Video für dich abliefern möchte und es mir auch gefallen muss. Denn schließlich ist es ja auch irgendwo eine tolle Erinnerung für mich, quasi mein kleines Tagebuch. Und deswegen kann auch mal eine Produktion mehrere Wochen dauern. Ich möchte einfach keinen Zeitdruck mehr haben. Aus diesem Grund werde ich auch nicht mehr auf Zwang alle 2 Wochen ein Video hochladen. Sondern nur dann, wenn ein cooles Video fertig ist. Das kann dann auch mal 3 bis 4 Wochen dauern. Ich informiere dich dann über Instagram, wenn ein neues Video online ist. Auf Insta poste ich sogar täglich. Wenn du also gerne auf dem Laufenden sein möchtest und neugierig bist, was ich wieder aushacke, dann schau vorbei und lass mir ein Follow da. Es gibt einen Hauptfokus, den ich mir immer setze, wenn ich auf Tour gehe. Wie setze ich das Ganze filmisch um? Weil ich die kreative Herausforderung einfach sehr schätze und das Arbeiten im Nachgang mir ganz viel Spaß bringt, mir Energie schenkt und vor allem auch Motivation für zukünftige Projekte. Urbexen ist explodiert. Jeder Hans und Franz macht es jetzt. Das ist auch okay, soll jeder das machen, worauf er Bock hat. Aber es führt einfach dazu, dass es vermehrt zu blöden Situationen kommt. Ich möchte einfach, wie gesagt, nicht nur die Kamera draufhalten und losquatschen.
Das ist nicht meine Art, wie ich Videos gestalte. Ich möchte coole Cuts, passende Musik und bestimmte Kameramovements austesten und dann meinen Senf dazu abgeben. Ich muss selbst hinter meiner Arbeit stehen können und auch am Schluss sagen, das Ergebnis gefällt mir. Dadurch, dass jetzt aber so viele aktiv sind, sind die meisten Spots einfach dicht oder es herrscht sehr viel Betrieb, was mir so ein bisschen die Lage erschwert, meine filmischen Vorstellungen umzusetzen. So oder so hat man sehr wenig Zeit, wenn man auf dem Lost Places zu filmen, weil eigentlich heißt es durchrattern und dann schnell weg. Und wenn dann auch noch Dauerbetrieb ist, wie auf dem Hauptbahnhof, ja, dann erschwert mir das so ein bisschen meine Arbeit. No front an die ganzen Urbexer da draußen. Ich möchte einfach nur, dass man mich versteht, wie ich an meine Filmprojekte gehe und was ich dazu letztendlich brauche. Und wenn da Dauerbetrieb ist, ja, dann wird es ein bisschen schwierig für mich. Aber das ist eine Situation, mit der ich klarkommen muss. Und in den meisten Fällen gelingt es mir auch ganz gut. Dann kommt aber noch was Erschreckendes hinzu. Die Orte werden einfach verändert. Und das ist für mich ein No-Go. Scheiß mal auf den Urbex-Kodex. Es geht hier einfach um den respektvollen Umgang mit Gegenständen, die einem nicht gehören. Und wenn ich sage, scheiß auf den Urbex-Kodex, dann meine ich nicht, kack da komplett drauf, sondern das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass man da kein Bullshit macht. Und das nur für ein paar Klicks auf Social Media. Uncool. Natürlich möchte ich auch Klicks haben, ich möchte, dass meine Videos geguckt werden, ich möchte Feedback von allen Leuten da draußen haben. Aber mir geht es trotzdem um die Sache an sich. Ich genieße es, auf Tour zu gehen. Sei es jetzt auf Lost Place oder mein Outdoor-Kram. Da sammle ich Lebensmomente, da fahre ich runter. Und dann kombiniere ich das Ganze mit der weiteren Leidenschaft des Filmes. Ich freue mich über jeden einzelnen Aufruf, über jedes einzelne Kommentar. Aber auf Krampf jetzt irgendeine komische Dolly-Aktion zu machen, nur um Klicks zu generieren, das ist nicht meine Art und Weise. Es kann einfach nicht angehen, dass Leute mit Gewalt in Lost Places gehen. Sprich, Türen aufbrechen, Scheiben einschlagen und teilweise, was ich auch schon gesehen habe, mit einer Flex arbeiten nehmen. Und dann wird auch sehr vieles gefaked. Plötzlich sind da Geistergestalten, da ist ein Typ mit einem Messer, auf einmal knallt das da, auf einmal erscheint da eine Person aus der Ecke. Also bitte, ich bin in einer bestimmten Ecke aufgewachsen. Ich weiß, wie es ist, wenn jemand von hinten oder von der Seite kommt. Und wie so eine Situation dann teilweise auch ausgeht. Diese ganze gefakte Scheiße geht gar nicht mehr klar. Ich gucke mir die Videos teilweise an von den Leuten und denke mir so, ey komm jetzt, wer glaubt das denn jetzt noch? Ja, Unterhaltung muss sein, finde ich auch cool. Aber nicht auf so eine Art und Weise. Jedes Video kann unterhaltend sein, wenn man es richtig filmt, wenn man es richtig schneidet und die richtige Musik einsetzt. Das, was ich alles schon auf YouTube teilweise gesehen habe, hat nichts mit dem Thema Abenteuer zu tun. Rein gar nichts. Sondern es ist nur Trash für Klicks. Das war's. Und tut mir leid, aber in diese Schublade möchte ich nicht gepackt werden. Ich selber bezeichne mich gar nicht als Urbexer. Mich interessiert das Thema, ich gehe gerne auf Tour. Aber es geht nicht nur um den Bereich. Das möchte ich nur machen, wenn es zeitlich passt und ich mega Bock drauf habe. Aber nicht auf Krampf. Als allererstes steht hier das Thema Abenteuer filmisch mit dir zu teilen. Und als weiteres Thema kommt raus aus der Komfortzone. Das ist eine Philosophie, die mich seit Kindertagen begleitet. Durch meine ganze sportliche Laufbahn. Und die ich nach wie vor in meiner Firma beibehalten habe. Das ist meine Intention dahinter. Ich selber finde es mega klasse, auf Tour zu gehen. Aber nicht nur auf Lost Place Tour. Ich habe meinem Grundthema Abenteuer einfach festgestellt, dass ich sehr oft meine Komfortzone verlasse. Und das Gefühl danach feiere ich einfach mega. Und ein Ziel meiner Videos ist es, dich auch zu motivieren, deine Komfortzone zu verlassen. Wenn du also nur wegen Lost Place hier bist, dann tut es mir leid. Das war nie ein Kanal für Urbex und wird es auch nie werden. Wenn dich also nur das Thema interessiert, dann bin ich die falsche Person für dich. Da bekommst du auf anderen Kanälen mehr zu dem Thema geboten. Ich kann nur Projekte gut umsetzen, wenn ich mich selbst dafür interessiere und brenne. Lost Place ist nur ein ganz kleiner Teil davon. Und nur für Klicks werde ich mich nicht verbiegen. Das verbietet mir meine Videograf-Mentalität. Ich bin nicht auf diesem Planeten, um nur eine Sache zu machen. Sondern ich möchte viel erleben, Neues ausprobieren und damit meinen Horizont erweitern. Auf Krampf möchte ich keine Lost Place Touren machen. Ich hoffe, ich konnte dir meine Gedanken und Beweggründe nachvollziehbar näher bringen. Das spukte jetzt schon seit einiger Zeit in meinem Kopf herum. Und ich glaube, ich habe dich jetzt einfach genug vollgequatscht.
Ich würde mich freuen, wenn du mich auf meiner Abenteuerreise begleitest und sie dich im besten Fall motivieren kann, etwas Neues zu machen, das dir neue Lebensqualität und Momente verschafft. Wenn du jetzt aber sagst, okay, ich bin eigentlich nur für Lost Place hier. Ja, schade, ich habe nicht ein paar richtig geile Projekte dieses Jahr geplant, wie einen Tag auf dem Fischerkutter verbringen, so richtig geil mit hart anpacken, die Drohne wird dabei sein, die ganzen Kameras werden dabei sein, so richtig schön dokumentarisch arbeiten möchte ich in diesem Bereich. Das wird auf jeden Fall, denke ich, ein Abenteuer außerhalb meiner Komfortzone. Und ich denke, da werden richtig geile Bilder dabei rauskommen und ein sehr cooles Video. Wenn du aber sagst, nee, habe ich keinen Bock drauf, dann danke ich dir an dieser Stelle für den Support durch die Videos, die du dir angeschaut hast, geliked hast und kommentiert hast. Und wünsche dir auf jeden Fall, dass du den YouTuber findest, der genau dein Urbex-Thema behandelt. Und alle anderen, die sich sonst für das Thema Abenteuer interessieren, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr vielleicht neu auf diesen Kanal gekommen seid. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und natürlich meinen YouTube-Kanal weiterempfehlt und abonniert. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video.